Guten Morgen, liebe Leute. Oh, ja, ja. Huhu. Aha. Hm. Frühstückszeit. Wo schmecken die am besten? So warm. Schon ein Drittel, wa? Mein Spaltes. Du verarschst dich, wie du ein Kilo ansetzen kannst? Das ist mein Spaltes. Die Mutti ist wirklich verrückt. 1 Kilo pro Tag nimmt sie zu gerade. Das stimmt überhaupt gar nicht. Hast du ja gerade gesagt. Von gestern zu heute, das ist doch nicht jeden Tag. Na, das wäre jetzt 1 Kilo pro Tag. Das ist ein neuer Rekord. Rekord. Das ist der Rekord. Ich bin fertig. Ja. Oh Mann, 5 Minuten noch. Vor, du hast 9 Minuten. Ja, dann habe ich ein paar mehr, aber... 9 Minuten. Klingt schon viel besser. Skadi hat gestern schon... Ich habe das Bett fertig gestrichen und Skadi sieht das, ne? Oh, das ist ja mein Bett. Ist das Skadi? Das ist jetzt das Bett fürs Baby. Das ist aber mein Bett. Du wolltest da drin nie schlafen. Und dann haben wir es rübergestellt, ne? Und dann... Oh, das sieht so schön aus. Und dann hat sie Kissen und Decke reingepackt, schon fürs Baby. Mal gucken, ob mein Sohn kommt. Ich schreibe von 10 bis 18 Uhr. Das ist so eine feste Zeit. Genau. Von 10 bis 18 Uhr. Wenn er zu spät kommt? Dann schafft er ja nicht mehr. Wenn er um 15 Uhr kommt, schafft er ja nicht mehr. Dann muss er Nein sagen. Er kann ja auch Nein sagen. Von 10 bis, ich schreibe nicht mal als Fragen von 10 bis 18 Uhr. Ich brauche ihn von 10 bis 18 Uhr. Völlig. Wenn du dringend Hilfe kannst, du am Samstag vorbeikommen und arbeiten. In Klammern Ware sortieren. Ja. Gegen Bezahlung von 10 bis 18 Uhr. Man kann schon seine Kinder ködern mit Geld. Jetzt mal vorbeikommen. Gut, ab in den Keller. Moin. Na? Hä? Nö. Ich leg mich jetzt unten erstmal weiter schlafen. Ah, jetzt aber. Uiuiui. Mensch, siehst du, ich brauche meine Mütze. Nix ohne Mütze hier. Das erste Geld des Tages. Naja, das ist also. Gerade erst ein. Die Schüssel rumgedreht. Oh, ja. Oh. Möge es dir Glück bringen. Ein gutes Zeichen. Wie viel Stunden hast du geschlafen? 3? Hm? Irgendwie so. Ja, ne? Boah, gestern mein Bruder war schrecklich. Das habe ich noch nicht erlebt. Oh, totale Verweigerung beim Zähneputzen. Also wirklich total. Kein Rankommen, nichts. Kieferbrechen, wenn du naja, Kiefer, nee, es ging ja um den Erhalt des Kiefers sozusagen. Ach so, ja. Das Hauptziel ist Erhalt. Na gut, ich muss weiter. Ich wünsche dir Pausen. Viele Pausen. Glühbirne. Tausch. Ja, apropos Glühbirnen. Natürlich habe ich LED. Also keine Glühbirnen mehr. Bei den meisten Sachen zumindest. Und die LEDs sind richtig scheiße hier. Die finde ich richtig hässlich, die Dinger. Ja, so, erster Auftrag ist da. Ein platter Reifen, wie immer. Jo! Pannenursache Dorn. Natur. Das Rad Nummer 1. Einbauen. Okay, next. Oh, bin ich schlapp, ey. Oh Mann, ich würde das Rad keinem meiner Freunde anbieten, also wirklich. Licht funktioniert nicht. Und das fährt sie so schwer. Oh Mann, ich glaube, das liegt an der Konstruktion. Selbst. Gut, das läuft. Das läuft. Jetzt läuft das Ganze so schwer, meint er. Also, das ist es nicht. Tja, ob das jetzt nun besser ist, weiß ich nicht. Ich habe jetzt die Kette gespannt und gefettet. Dann habe ich hier diese... Also das sind die schlimmsten Räder, die es eigentlich gibt. Dieses Gelenk hier mal wieder festgezogen, das hat so geschlackert. Aber das wird immer wieder lose gehen. Also, das ist, also ich würde meinem Besuch nicht dieses Rad anbieten. Weiß ich nicht, würde ich nicht machen. Also das ist wirklich ein schlimmes Rad. Wenn die Dinger neu sind, flammneu, dann mögen die ja vielleicht gehen, aber die sind so schnell auch durch. Nee, das, nee. Nee, nicht machen. Again. Geil. Ich würde wahrscheinlich aus morgens sagen, gar nicht raus, wenn du das nicht Ja, das ist mindestens 100 Mal am Tag. Aber so ist das. Deswegen sage ich auch tags, nachts, sage ich auch moin. Das ist einfach, das ist vereinfacht. Das ist meiner Meinung nach. Naja, speichen. Erstmal. Genau, ich habe jetzt erstmal gerade gemacht und jetzt spanne ich alle einmal nach. Weil die sind viel zu weich alle. Jetzt sind es aber alte Speichen, verzinkte. Die reißen gerne. Da musst du jetzt echt gucken irgendwie. So ein neues Laufrad kann er sich aber nicht leisten. Kann man nur hoffen, dass das eben nicht reißt jetzt. Und danach muss ich es nochmal zentrieren. Wenn eine reißt, dann musst du wahrscheinlich eh nochmal alles machen. Ne, wenn ich jetzt einmal rum bin, muss ich es eh nochmal zentrieren. Moin. Und wenn jetzt einer reißt, naja, dann ist das richtig kacke. Und wenn einer reißt, dann reißt er auf der Antriebsseite. Wo ist das da? Na du, morgen? Auch die Hunde kommen? So, schauen wir mal. Hallo. Und das eiert wieder. Ja, warum macht er denn dann nicht? Wenn er da ein bisschen Kohle hat, soll er sich einen neuen Laufradsatz reinballern und gut. Ich habe ihm gesagt, dass die Speichen nicht mehr gut sind. Das Tretlager so ein bisschen schon Spiel hat. Dass man das dann wieder, kann man das so festziehen oder irgendwas? Oder ich bei was für ein Rad denn? Ob dann, wenn das mal durch ist, dann muss man sich ein neues besorgen? Oder? Bei dem Rad könnte man es nachstellen. Bei meiner alten Herkulas-Ritsche. Vielleicht kann man es auch nochmal einstellen. Kommt auf das Lagersystem an. Wenn es ein gekapseltes Lager ist, also ein wartungsfreies, sozusagen, dann ist es quasi ein Wegwerflager. Damals haben sie Werbung gemacht mit wartungsfrei, aber wartungsfrei heißt natürlich auch, du kannst nicht neu kaufen, genau. Hallo. So, was macht man jetzt, wenn hier so ein scheiß falsches Ende drin ist? Was nicht hier unten rauskommt. Boah. Mann, 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 ey. Bitte, bitte. Ciao. Ja, das ist hier kein Problem. Das Ende passt durch, aber diese Walzenende nicht. Nö, das sieht einfach nur anders aus mal. Keine Funktion. Das hört sich ja Kunststoff an. Das ist DDR-Blech. Ist das Blech oder? Eine Alu-Marke, ja? Friedensfahrt, wa? Wo lässt ihr denn die Luft? Vielleicht an ein Ziel, oder? Naja, da kommt es raus. Da ist natürlich das. Bist du, oder? Der hat mir meinen Reifen kaputt gemacht. Schon wieder, oder was? Das ist so. Ist das nicht seine Klitsche von Jem? Ja? Ist das nicht Jems Klitsche da, die da dreht? Oh. Da vorne, da drehen sie doch. Das soll wohl vor Blocks sein. Diese Vorblocks, ich hab das nie gesehen, ich weiß nicht, was das ist, aber die meinen irgendwie so was arabische Clans-Ding. Das macht ja Kram und was sich so angesammelt, ich sortiere dann immer aus. Also irgendwann funktioniert das ja nicht mit dem Rondell. Nochmal mit auf den Markt, das mache ich nicht. Nee, das ist so Quatsch, das merken die Leute ja auch. Ja. Ich mache das einmal, ich mache das Vierteljahrton, das ist einmal letzte Station Leipzig. Endstation Leipzig. Und dann geht das direkt ins Bayer-Konsortium. Und dann von Bayer jetzt wieder raus in die Welt. Ja. neu poliert. Das wird dann, ist wie so bei Hot Wheels, diese, kennst du bei Hot Wheels, ja, diese Bahn, wo dann am Ende der Beschleunigungsstreifen wieder kommt, diese, wo du so durchgeschleudert wirst und immer. Und dann so, der Wagen kommt an, völlig schleppend ausgelutscht und auf einmal PAM! Mit neuer Energie ins Universum. Vielleicht ist das wirklich nur eine Frage der Energieladung. Ja. Und Bayer ist so wie so eine Art... ja, ist ein Teilchenbeschleuniger. Bis dann. Das ist doch wahr. Ja, merkt ihr den? Der ist gut. Das ist ein echter Tommy. Ach, manchmal macht es so Spaß. Hallo. Oder so mal da gefragt, ob wir Hilfe von euch kriegen können, das Schloss aufzubrechen. Ja. Wir wohnen direkt gegenüber und haben keine, also haben alles jetzt probiert. Okay. Kriegen es nicht mehr auf. Wir haben den Kinderwagen mit dem Laufrad da angeschlossen. Genau. Ist einfach der Schlüssel kaputt und genau. Ja. Also, ich glaube, du hattest damals schon gesagt, es würde gehen, wenn wir jetzt auch keine Möglichkeit mehr finden, bei Trilog nochmal den Schlüssel nachzubestellen. Und? Haben wir nicht, weil wir den Kopf nicht mehr haben von dem Schlüssel. Ach so. Genau. Okay. Ich habe den nicht mehr gefunden. Jetzt wirklich nur noch hier den Bart selber. Und den direkt beim Schlüsselmacher? Da war ich dreimal und der hat das mit verschiedenen Rohlingen probiert und nochmal nachfräsen und so, das geht nicht. Den einen kriegte man rein, konnte ihn aber nicht drehen. Und den anderen kriegte man gar nicht rein. Das ist der Nachteil, ja. Plastikdinger brechen. Ja. Genau, weil ich dachte auch super, ne, der Bart ist nicht gebrochen, da kann man doch mal einspannen. Aber das ging nicht. Oh, was ist denn Ditte? Das sieht ja schlimm aus. Krass. Feuer. Aber die sehen ja alle so aus hier. Naja. Ich glaube, manche sind auch Leichen nur noch, die da. Ja. Ja. Na, wo ist er denn? Also eigentlich ist es, wie gesagt, kein Problem. Vom Aufmachen her. Ja. Na klar. Tja, schade. Ja, schade, auf jeden Fall. Aber. Jetzt geht's auf, pass auf. Aber bloß auf. Moin. Hey. Hast du die meiste Zeit noch mal Polizisten angerufen haben? Ich kann nicht. Ja, von angeblichen? Ich bin. Letzte Woche. Ja, und? Wollten Sie sich abholen? Was haben Sie gesagt? Nee, dann kommen Sie auch ohne anzurufen. Ja, eben, was ich jetzt sagen. Nee, der hat sich als Kriminalpolizei gemeldet. Ich habe dann gemacht, komische Sachen. Und dann sagt er, die hätten was irgendwelche verdächtigen Leuten, hätten so eine Einbrecherliste gefunden. Ja. Da stimme ich auch drauf. Alter Mann, Goldschmuck und Sparbuch oder so. Ach so, da ist ja schön. Ja, ich habe gesagt, die Jungs sind falsch informiert, das habe ich gar nicht. Ja. Weder das eine noch das andere. Das ist vernünftig. Und bitte. Ja, und dann meinte der, das sei aber jetzt ganz irrelevant, ob ich das hätte oder nicht hätte. Ne? Und dann habe ich gedacht, ich soll ihn mal ausreden lassen. Dann würde ich das hier ausreden. Danke, meinte er. Und dann fing er immer weiter an zu schimpfen. Dann kriegt er so einen richtigen Lau. Und da habe ich gedacht, du bist kein Bulle. Und dann habe ich gesagt, tschüss, aufgelegt. Ja. Garantiert kein Bulle. Ja, nee. Die wollten selber mal wissen, ob ich irgendwas habe. Wenn abstecken. Wo, vor allem wo? Dann sagst du, naja, nee, ich hab ja schon, aber das ist dann da und da. Oh so, nee. Oder aber Himmels Willen, was ist denn das für eine Masche? Zack, zack, zack. Oh. Ach, Felgenband hat nicht mitgemacht. Es war wirklich das Felgenband. Oh mein Gott, der hier. Tack. Das ist gerissen. Seht ihr das? Felgenband gerissen, Rind, zack, boom, aus, vorbei. Also war kein Nachbar, Gott sei Dank. Kann man den guten Mann beruhigen, sondern war das alternde Felgenband. Leute, was geht denn? Pizza? Kommt Pizzabote an? Hä, was ist denn hier los? Geschenklieferung von Skyranger. Guten Appetit. Danke. Ist ja ein Ding, ey. Alter Schwede. Frische Pizza. Super, ich freue mich. Also einmal frei. Toll, super. Weiter so. Völlig. Also, ich war ein bisschen überfordert in dem Moment, wo der mir die Pizza rüberreicht. Bis die Mutti kommt. Da ist sie. Die Mutti riecht die Pizza. Kunde, ja, der wartet auf eine Frau. Auf was sonst wartet man? Er hat ein Vitrad gemietet. Und jetzt. Jetzt, nee. Sie ist einfach noch nicht fertig. Die muss ich noch anziehen und sie weiß nicht, ob kurze Hose oder lange Hose. Und dann hat er jetzt angerufen, für 11:30 waren sie verabredet. Seitdem wartet er. Und jetzt hat er nochmal angerufen, meinte er, wartet jetzt hier am Laden. Und dann meinte sie, ja, ja, ich muss nur ganz kurz noch eine E-Mail schreiben. Cool. Ja, das ist Skyranger Pizza. Mann, voll nett. Mann, du hast so nette Leute, Tommy. Ja, aber ich bin echt glücklich. Ja, das ist voll süß. Da hätte ich nie dran gedacht. Oh, ich bin voll happy, ey. Essen. Ich finde das total gut. Total gut. Einfach so. Einfach so. Sag, der kam an hier, der Pizzabote. Ich sag, hey, warte, Moment, für wen? Was, wie, wieso? Na hier. Für Thomas Müller. Ist ja okay. Bin ich. Aber du hast ja nicht Thomas Müller geschrieben. Nee, weil du machst den meinen Namen. Und wenn, dann hätte ich Fahrradladen einfach nur dazu geschrieben. Da stand der Fahrradladen. Aber... Das ist die 1000 Abo. Die kann ich auch nicht aufheben bis zur Party. Ich beschmiegt mich ohne Ende mit dem Ding. Jetzt wieder 20 € oder nee. Ja, aber er kann ja gerade alles gebrauchen. Das ist eben auch anstrengend, muss man sagen. Das hier zu sein und zu arbeiten ist anstrengend. Weil das ist ja auch anstrengend. Weil ich mache es auch anstrengend. Das ist ja nicht immer so, dass ich hier sitze. Ihr seht mich natürlich immer in den Pausen, wenn ich hier sitze oder so. Ja, und das meine Pizza. Alle, ich esse nur. Ja, bei mir auch. Hat der gestern auch wieder, da war auch wieder einer hier von YouTube, hier der Andi. Und er meinte dann auch, ja, ich sehe euch immer nur essen. Ich sage, ja, weil man immer in den Pausen natürlich die Kamera dabei hat und präsent. Wusstet. Aber das ist ja nicht so, dass man den ganzen Tag frisst. Um Himmels Willen. Ich esse so wenig den ganzen Tag über. Gestern habe ich gar nicht gegessen, eigentlich, oder? Was habe ich gestern gegessen? Ein Brot und ein paar Würstchen. Ich habe eine Wurst gegessen. Den Rest habe ich nicht. Boah, ja, sie waren, na, das war abends, aber ich meine, tagsüber habe ich gar nicht gegessen. Da habe ich auch nicht gegessen. Hallo? Ja, komm. Fanpost, ey Mann, ich werd irre, ey. Vorhin kam schon eine Pizza hier an. Gibt's ja gar nicht. Wirklich? Ja. Ist doch schön. Einfach als Überraschung. Pizza. Eilige Geschenke. Fanpost. Wieso bist du so begehrt? Warum? Wie weiß ich habe doch einen YouTube-Kanal. Hier. YouTube-Kanal. Habe ich doch. Ja, ja, cool. Das ist eine Kamera. Okay, dann hat es auch Fanpost bekommen. Ey, vorhin kam einer mit einer Pizza an hier. Nicht im Ernst? Ja, doch. Geil. Und ich so, was ist das? Hat meine Frau Pizza bestellt? Also, steht drauf, Sky Ranger. Wie geil ist das denn? Fanpost. Eilige Geschenke. Okay, also ich bin begeistert, absolut. Ich weiß noch nicht, was drin ist, aber ich bin trotzdem schon mal begeistert, dass, also, hätte ich einfach nicht gedacht. Hier, du darfst aufmachen. Du bist jetzt mein Fanpost-Beauftragter, weil ich komme ja nicht mehr klar. Erst krieg ich eine Pizza, dann krieg ich hier... Ich komme ja gar nicht mehr hinterher mit dem... Mit dem Auspacken und Essen. Einige Fanpost, ist das süß. Tommy, hallo Tommy, wir nehmen an bei ein paar Geschenke für euch. Teils selbst gemacht, gebraucht und neu. Macht weiter so. Viele liebe Grüße aus dem Ruhrgebiet von Stefan, Familie Palka. Macht einfach Spaß, euch zuzuschauen. Oh Mann, ey. Süß. Ja, das musst du aufmachen. Das ist Tommy. Ey, guck mal, das ist... Oh nein, guck mal. Marlies. Ey, wow. Hey. Warte, erst Icke. Erst du? Erst du. Nee, dann mach du zuerst. Ey, wie süß, war mit den Dingern, ey. Mann, was geht denn bei euch, ey? Komm mal, ich war noch nie so im Mittelpunkt. Oh, jetzt ist das ein Werkzeug. Wow. Muttis Tool. Sehr witzig. Multitool mit Kraftgriff. Schön. Das ist gut, das kann ich immer gebrauchen. Ja, Werkzeug geht immer. Das ist genau das. Und das passt auch genau ran an hier, an die Hose. Ideal. Für die Kinder ist auch was dabei, für jeden eins. Voll süß. Oh, geil. Das müssen sie dann selber aufmachen. Wie geil. Jetzt mache ich meins auf. Machst du deins auf? Was hast du drin? Hm? Hm? Ach, guck mal hier, da ist gleich die Werbung mitgeschickt. Genau. Planet of Bikes. Ich hab Tee. Du hast Entspannungstee. Stimmt, ja. Früchte und Kräutermischung. Wow. Schwender. Dankeschön. Der Tommy. Eine ideale Frühlingsmischung. Ist ja geil. Ich finde das süß. Das ist voll süß, oder? Ach man, ist das nett. Was hast du da noch? Das ist für die Kinder. Oh, zeig mal. Ist hier, kann man nicht. Blumen, mal Skadi und Anouk bastelt. Ja, ey, total geil. Auch ja, mit diesen. Total süß. Wow, ey, ist das toll. Und alle Namen richtig geschrieben. Ja, genau. Sehr gut. Oh Mann. Ja, ich bin gespannt. Wir sind ja bei Oma und Opa gerade. Ja. Samstag kommen wir wieder. 2019. So geil. Ich hab dir gesagt, du findest bestimmt gut an den Leuten. Ach, Quatsch. Doch, weil du so eine lustige Art hast. Ich hab dir immer gesagt, du bist total ähnlich wie der... Ich hab den Namen vergessen. Wie heißt der? Der... Hi. Ja, das ist doch mal auch richtig gut hier. Heute eine Pizza und ein Paket. Ich fass es nicht, Tommy. Ja, wir machen bald nur noch Annahme von solchen Dingen. Ja, machen wir ja nicht anderes mehr. Heute brauchst du kein Paket. Heute, genau. Ja, ich kann es ja nicht glauben, ehrlich gesagt. Ja, das ist so ein bisschen Bestätigung. Also auch. Ja, gerne, klar. Wie witzig. Ein Kildemüs. Da haben wir ja schlechte Erfahrungen damit gemacht, ne? Habe ich doch gerade hier, wo ist das vorgestern auseinandergenommen. Das Ding. Die guten Alurahmen. Das ist wieder ein Alu-Block Monster. Oh, das habe ich ja noch nie gesehen. Guck mal hier. Festgerottete Bremsen, aber wie, Alter. Oh, kriegst du nicht bewegt. Gottes Himmels Willen. Nee. Oh, muss ich auch nochmal mit ihr reden, also das geht nicht. Guten Frau nochmal ans Herz legen, die Bremse zu erneuern, ey. Aber komplett. Ja. Okay, danke. Ciao, ciao. Ciao. Hi. Hallo. Ich habe ein neues Fahrrad, das haben wir auch schon fast ganz zusammengebastelt und jetzt scheitern wir an einer Schraube. Die bin ich eine mehr raus. Ja, die ist so weich, dass wir sie jetzt komplett kaputt gemacht haben. Warum ist die denn so weich? War das Fahrrad so billig? So billig war es nicht. Dann sag mal Preis. 550 €. Naja, also ist bestimmt nicht super teuer, ne? Aber ja. Kommt woran, was alles dran ist an dem Rad? Naja, nicht so viel. Wo ist denn das Rad? Hast du da? Ja, nee, habe ich nicht dabei. Könnt ihr das mal vorbeibringen? Dass ihr euch das anschaut. Ja, was ist denn das für eine Schraube? Dann sag mal, wo sitzt die Schraube? Ja, also wo? Das vorne ein Gepäckträger, hier an der das Gabel, ne? Ja. Das Ding. Ja. Hier. Es scheint uns noch in den nackten, warmen Lack hinein manövriert worden zu sein. In den noch warmen Lack. Ja, keine Ahnung. Ne? Also hier vorne und da so eigentlich der Gepäckträger drauf. Ja. Und da unten irgendwo ist die Schraube ab. Genau. Also dran. Wir kriegen sie nicht raus, um sie... Ja. Mhm. Vielleicht muss man es ausbohren. Ah, scheiße. Ja. Das wäre doof, ne? Ja, aber wenn kein Kopf mehr dran ist, sozusagen, richtig, was soll man machen? Ja, genau. Ist, glaube ich, nicht mehr... Habt ihr das mit Werkzeug, ordentlichem Werkzeug gemacht oder so? Alles klar. Ich sehe schon. Zum Schluss mit der Rohrzange versucht, no, ja? Mann, ey. Ja. Aber Chance zurückschicken ist nicht, weil Katalog online sozusagen bestellt. Das kommt aus London. Mhm. Ja. Geht doch mal schlauer. Naja, da musst du es ja bringen. Da musst noch hast du es ja aber gar nicht gesehen. Nein, richtig, aber ich meine, es ist ja nicht so, dass man dann sagt, man geht mal schnell zum Laden zurück und die... Nee, können wir nicht. Genau. Ja. Wann könnte ich es denn vorbeibringen? Also sind jederzeit. Jederzeit? Okay, super. Neurad, schon kaputt. Ich mache mir mal ein Schnittbuch für heute Abend sozusagen. Kein Drehbuch, sondern ein Schnittbuch. und ich präsentiere heute die Sesamstraße. Nein, also, was machen wir jetzt hier bei dem Rad? Winterschaden. An dem Rad gibt es einen Winterschaden zu beklagen. Also zuerst mal lösen wir hier diesen Zug. Hier werde ich einfach mal ersetzen. Ich bin mal so frei. Ich werde einfach diesen Schaltzug mal ersetzen. Öfter mal neue Züge. Da wurde mal geschrieben in der Bike. Das gilt zu beachten bei den Leuten. Ich meine, aber das kostet ja nun nichts. Das kostet 2 Euro so ein Zug. Haut da einfach einen neuen Zug rein, dann ist gut. Dann habt ihr gleich ein ganz anderes Schaltgefühl. So, wo ist er? So, den Zug haben wir. Aber geht ja hier um das Schaltwerk, das will nicht mehr. Der Umwerfer, vielmehr nicht das Schaltwerk, sondern der Umwerfer. Wo stelle ich euch denn hin? Der Umwerfer-Sachen sind immer schwierig von der Position der Kamera her. Der reagiert nämlich nicht mehr. Den jauche ich jetzt ein großzügiges. Danach wird der Gute massiert. Jetzt beginnt intensives Training. Physiotherapie. Hallo. Sie wollte heute unbedingt rot haben und ich glaube, sie bereut die Entscheidung. Willst du meine Milch trinken? Ja. Und keine Milch. Ich weiß nicht. Das Brombeere. Komm, hier sitzen. Ja. Mach Hilfe mal aufmachen. Jetzt uns hier hin. Mami, kannst du mir das ausmachen? Ja, komm auf meinen Schoß. Papa hat das raus. Ich weiß gar nicht, über was wir gesprochen haben. Auf jeden Fall hat Sladi gefragt, wer alles Fahrrad fährt. Ja? Das sind ja viele Leute fahren Fahrrad, keine Ahnung. Irgendwie habe ich auch beantwortet, die meisten. Und jetzt sagt sie immer, wenn sie ein Fahrrad sieht, guck mal, Mama, ein Meister. Ein Meister. Ich guck. Hier ist kein echter Meister. Du bist kein echter Meister. So süß. Wir fahren auch Fahrrad ganz viel immer, ne? Ja, sind wir auch die Meister. Papa ist der Meister. Dann tut ihr das doch auch weh. Wieso, Mama? Na, weil du dir ihr wehgetan hast. Ich habe ihr nichts wehgetan. Naja, wenn du sie kaputt machst, meine ich. Aber darf ich ihn malen? Nein. Doch. Nein, lass die mal, dann machst du ihr Aua. Aber ich will ihn malen. Mal hier drauf. Du bist ein Quatschkopf. Ich hab eine Mal. Wie frech ist die. Die fragt sehr genau. Aber wie machst du nicht? So geht es nicht. Das weiß ich nicht. Kann ich nicht mehr bei mir. Gut, Papa. Ja. Nein, Mama kann so was. Ich kann das Papa. Papa, kannst du meine Rücken kontrollieren? Was ist das? Was soll ich reparieren? Ja, musst du dir oh, der ist ja ganz zerfetzt. Das hier kontrollieren. Das hier, meine Rücken kontrollieren. Das ist noch rot, oder Mama? Ja, das ist kein Problem, kann ich machen. Ja, das ist nur der Apfel, das kann man wieder ran. Papa, da hat sich sogar Löcher. Die Sonne sitzt. Mama, Papa hat explodiert. Macht's bumm? Bin leider. Hier dort Löcher an den Regenschirm. Hier ist so eine Verbindung locker. Ich nehme eine kleine Pinne, schicke die da durch. Jetzt kommt der schwierigste Teil. Das sind ja nur Einwegschirme, da ist ja nichts mehr zum Reparieren heutzutage eigentlich. So, ne? So. Jetzt haben wir schon 2 Stück fatoriert. Sehr gut. Das Jugend war ihr Fahrrad. Jetzt haben wir bald 10 Stunden rum schon. Jetzt kommt nochmal der letzte Auftrag, Jugendweiherad. Jugendweiherad von der Mutter. Sträflich vernachlässigt, verbogener Rahmen. Das ist eigentlich nicht mehr. Hier, total verbogen. Sehr starke Korrosion hier unten am Rahmen, am Tretlager. Aber ein schönes Sportdiamant. Da am Sportrad. Deswegen auch die Rahmennummer auf dem Tretlagergehäuse. Bei Nicht-Sporträdern befand die sich hier am Rahmen an der Seite. Eigentlich ein schönes Rad, aber es bräuchte eine Komplettüberarbeitung. Sprich, alles auseinanderbauen. Neulack, Neulinieren. Oh mein Gott. Jo, das ist der letzte Auftrag für heute. So sag ich das. Die letzte Aktion. Ja, wenn eine Kette dann so runterfällt, dass sie dann so aussieht, dann ist er halt durch, ne? Tja, da weiß ich jetzt ja nicht, was ich da groß kommentieren soll. Ich arbeite mal einfach und ihr schaut zu. Muss. Muss, sagt er. Gut, nichts Neues also. Nee. Fanpost habe ich gekriegt heute, zweimal. Das ist gut. Einmal ein großes Paket, für jeden was drin. Also für mich eine Kleinigkeit drin, für Marlies was drin, für die Kinder jeweils was drin. Süß. Und dann habe ich, und dann kommt ein Pizzabote an und bringt mir eine Pizza, eine Riesenpizza. Auf Bestellung von wem, der vor dir was Gutes tut. Genau. Das ist das ist ja klasse. Dann habe ich erstmal komisch geguckt. Marlies, hast du Pizza bestellt? Dann auch mir. Nee. Ja, da konnten wir reichlich essen. Da. Klasse. Ja, das ist, so was ist nett, ja. Das ist nett. So was hebt die Stimmung. Ja, das war wirklich gut. Das hat mich gefreut. Weiter. Mir hat gestern der eine Nachbar geholfen, den ersten Schrank runtertragen. Und heute kam der andere an, um... Lernst du sie alle mal kennen, richtig, wa? Naja, gut, ja. Ja, klar, ihr kennt die so, aber... Ja, da in dem Haus eher nicht so. Aber naja, gut, vom Sehen, vom guten Tag sagen. Und der eine hatte mir das auch schon mal angeboten, wenn ich dann Hilfe brauche, soll ich Bescheid sagen. Und na, kam er von der Arbeit. Ach, schön. Na, brauchst Hilfe? Ich sag, wenn Sie mich schon so lieb fragen, ja. Siehst du, das müsste der Glasschrank runtergetragen werden. Ja, ist gut. Ach, so. Und dann sieht er einen Stapel Zeitungen in der Plastiktüte im Auto. Aber wisst ihr was, bevor ich die Junge erzähle, ich komme mit dir. Willst du irgendwas büffeln? Nee, ich kann trinken. Da kommt ein Kunde. Nee. Da kommt ein Kunde. Ich war vorhin da wegen dem... Pass auf, du bist ja eigentlich noch... Ja, ist doch schön, ist alles vorbereitet für morgen. So. Dann entlassen wir uns jetzt gegenseitig in den Feierabend. Wenn ich das so richtig sehe. Feierabend, nach 13 Stunden. Feierabend. Also, wir sehen uns morgen wieder. Jetzt geht's hoch, dann wird was gegessen. Der Rest von der guten Pizza von Sky Ranger. Und dann geht's ab ins Bett. Nee, Quatsch, von wegen, da muss ich schneiden. Und dann geht's ins Bett. Also, macht es gut. Wir sehen uns morgen. Bis dann. Ciao, euer Tommy.